Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Ava Aquatica, meine lieben tapferen Freunde. Und ja, ich hatte ein Abenteuer, ein kleines, mit dem Gärtnermeister, dem guten Kyle und der Annie. Und dann musste ich leider feststellen, dass ITV das nicht festgehalten hatte, dieses Abenteuer. Total ärgerlich. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass ich nicht schuld war, sondern sich etwas an dem Programm von ITV verstellt hatte. Ihr Programm DX Story hat nicht richtig funktioniert. Unglaublich, oder? Und jetzt habe ich das Ganze aber in den Griff gekriegt, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme jetzt klappt. Aber naja, so ist das manchmal. Manchmal hat man Schwierigkeiten. Und ihr seht, ich habe hier ein bisschen weitergemacht. Ich habe hier die Seite vom Tor jetzt auch mit Ornamenten versehen. Ja, wir waren im Neta und ich habe mir das unglaubliche Bauwerk von den beiden angeguckt, nämlich die Mauer um den Palast herum. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Aber erstmal möchte ich jetzt mit euch hier zusammen, oder? Ja. Mit euch zusammen die Fische noch dran machen. Denn das ist ja noch so der letzte Teil, der noch fehlt eigentlich. Und ich glaube, wenn wir hier hochgehen, kriegen wir überall die Fische dran. Es fängt nämlich hier an. Da ist der erste Fisch und der guckt nach innen. Seht ihr auch da drüben, ne? Der guckt nach innen, der erste Fisch. Wollen wir lieber nochmal gucken vorher? Besser ist es, ne? Wenn ich das jetzt hier schon live mache, möchte ich es nicht auch noch versauen. Nee, guck mal, der guckt nach innen und der hat genau einen nach unten und zwei zur Seite Abstand. Das ist das dritte Mal, dass jetzt, oder das vierte Mal, dass ich dieses Muster mache. Jetzt muss ich ja so langsam, irgendwann muss es ja auch mal hinhauen, ne? Und zwar wird das dann einfach so gemacht. Warte, noch einen höher. So, zack, zack, dann hier der Schwanz, also die, ne, dann so, so, so und so. Und schon hat man den ersten Fisch fertig. Haben wir genug dabei? Ja, haben wir genug dabei. Ja, vorhin nach der ganzen Aufnahme und nachdem ich den beiden gestehen musste, dass irgendwas schiefgelaufen war, war ich auch noch mal im Lehmbiom, habe Lehm abgebaut. Aber naja, das ist manchmal so. Dann kommt hier einer frei, die beiden Leiber kommen übereinander sozusagen. Sonst passt es nämlich nicht. Und so. Das ist eigentlich das ganze Muster. Das ist die ganze Magie hinter der Sache. Ja, und jetzt zu später Stunde bin ich jetzt hier nochmal, damit ihr auch morgen was zu gucken habt. Und ich auch noch ein bisschen Spaß habe. Hey, es kommt ja eins zum anderen und das andere zum einen. So, jetzt ziehen wir das auch gleich durch. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, machen wir die Fische bis ganz hoch. Das heißt, hier wieder ein Zwischen frei, ne? Ganz wichtig. Damit auch genug Fische draufpassen. Wenn man hier einen Fehler macht, dann ist man schon der Gelackmeierte und kann hinterher ja, ganz viel wieder erneuern. Aber naja, gut, so ist das nun mal. Das Handwerk des Bildhauers wäre das ja dann hier, ne? Das ist kein leichtes. Ich hoffe, wir haben genug gelben Lehmstein dabei. Ich habe aber noch genug Lehm geholt, nur mit dem gelben Farbstoff wird es dann langsam eng. Ach ja, naja, gut. Hier gehen mir sowieso ständig die Ressourcen aus. Übrigens nochmal danke für den tollen Tipp aus der Community mit dem Abbauen von dem, also im Grunde mit dem Erzeugen von Beton. So ist es richtig. Das ist eine sehr schöne Variante, falls man mal keine Betonmaschine parat hat. Nämlich mit so einem Becken. Man baut das dann im Becken, stackt sich hoch, ähnlich wie wenn ich die ganzen, ja, die Erze und sowas farme, ist alles noch richtig, ja. Und dann geht man einfach ganz nach oben, springt runter in das Wasserbecken rein, deshalb ist es noch etwas größer, das andere war mir ein bisschen zu heikel. Und dann, ja, dann kann man von unten dann mit der Spitzhacke einfach immer nur den unteren Block wegschlagen. Der verwandelt sich dann nämlich automatisch, wenn er runterfällt, in Batanga. Und man kann ihn einfach wegkloppen. Das ist das Gute. So, jetzt wieder hier. Ist der letzte Fisch. Da kommen wir auch hin mit dem Stein. Sehr gut. Und ich hoffe, das klappt jetzt alles so. Wenn nicht, dann seht ihr das ja auch nicht. Naja, so ist das im Leben. Wie schon gesagt, Anni und Kai waren super fleißig und haben da hinten, wie die Irren, ich glaube in Zusammenarbeit auch noch mit dem Fassgrad, den Grundstein gelegt für den Palast später mal. Und wir haben erstmal hier angefangen, das Haus der Magie zu bauen, wo auch alle gleich gesagt haben, ja, das ist total wichtig, mach das mal, das Haus der Magie müssen wir unbedingt haben. Wir brauchen das Haus unbedingt. Und deshalb bauen wir da jetzt auch weiter. Und hier an dem Tor baue ich dann wieder weiter. Ja, sobald ihr wieder weg seid, ne?
Aber ein bisschen was wollte ich ja auch in der Sendung machen, sozusagen, wenn die Herren von ITV schon mal da sind. Ist alles richtig so, ja. Ja. Es könnte höchstens sein, dass es mit den Fischen falsch ist. Weil eigentlich müssen noch die letzten Fische nach innen zeigen. Dann wäre aber die Seite falsch. Dann habe ich die Seite falsch gemacht, wa? Ich glaube, beide Fische sollen nach innen zeigen. Nee, hier ist es auch so. Hier zeigen beide nach außen. Ah, wartet mal. Der erste zeigt nach innen. Der erste zeigt nach innen. Ja, macht er auch hier, aber hätte von da nach innen zeigen müssen. Verdammt. Seta, dreimal nachgeguckt und trotzdem verkehrt. Haha. Naja, gut, das werde ich dann nochmal berichtigen. Ist aber fast richtig. Jetzt gehen wir mal hier rüber zur Baustelle. Wollen wir uns noch Steine mitnehmen? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir nehmen uns noch Steine mit. Ja, so ist das manchmal, ne? Da macht man was und dann... Aber wie schon gesagt, diese ganze Baustelle, die hat mich schon so viel Nerven gekostet. Da lass mich davon nicht außer Ruhe bringen. Nö, nö. Die lassen wir mal hier. Oder na, ja, die lassen wir mal hier. Und wir nehmen auch noch Stein mit. Stein ist wichtig. Das brauchen wir auf jeden Fall, um in die, die Innenräume zu machen. Und ich hatte ja am Anfang der Sendung schon erwähnt, dass ich mit Anni und dem... Ach so, das können wir auch mitnehmen hier, ja. Dass ich mit der Anni und dem Kai im Neta war. Und da haben wir ganz viel Krams mitgebracht. Und das zeige ich euch gleich. Und ich glaube, jetzt mangelt es uns an Steinen. Das könnte so sein. Ich habe jetzt aber alles eingepackt, was einzupacken war. Danach haben wir noch ein bisschen rumgeplant. Und zwar geht es um die, die Sache mit dem Getier, mit dem Lieben. Das kann ich euch ganz mal auf der Minimap zeigen. Dann brauchen wir nicht extra hinrennen. Also, Minimap. Da ist sie. Wir haben hier, ihr seht das ja hier schon, ganz rumgezogen haben sie das schon. Ich habe hier vorher nochmal ein bisschen Sand abgebaut. Hier kommt im Grunde eine Brücke rüber, die auch noch aufs Palastgelände führt. Und hier rechter Hand von der Brücke dann, bis hier unten, das hat übrigens die Darkside gebaut, soll ein Brunnen werden. Kommt dann der Park hin, der sich hier so lang schlängelt. Und hier oben wollen wir die Weiden hinmachen. Hier, in den oberen Bereich. Hier haben wir genug Platz. Ja, nicht so riesig. Nein, nein, keine Panik. Aber so, dass die Tiere genug Platz haben. Und da so eine Art kleinen Zoo hinmachen. Streichel- und Schlachtezoo. Hihi. Könnte man es nennen. Okay, wir haben ja hier angefangen zu bauen, ne? Hier, das ist die Kiste. Und ihr seht schon, da haben wir ordentlich Ressourcen gefarmt. Und wir gehen hier erstmal hoch. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch wieder runter. Das ist der Trick da dran. Ach so, ja. Und das wollte ich auch zeigen. Der Keil hat nämlich aus Wolfsbach mir ganz viele Bücher vorbeigebracht. Und die Bücher kommen natürlich dann später hier in die Nischen rein. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier kommt ja der Zaubertisch hin, ne? Das heißt, hier kämen dann die Bücher rein. Ich weiß, sie setzt die jetzt schon hin. Ne, ich glaube noch nicht. Wir könnten schon mal... ich weiß noch nicht, wie das Ganze wird. Ich habe nämlich etwas vor, etwas Spezielles hier. Das muss dann weg. Wie wir das hier machen. Und zwar kommen wir hier rein. Und gehen dann aber im Grunde hier auch schon wieder runter. Aha. Nur in welcher Form? Wartet mal. Wir haben hier den Eingang. Wenn ich den jetzt noch ein reinziehe, so, dann halt, Moment, Handverknöpelung, nach langer Zeit mal wieder. So. Dann würden wir hier wieder runtergehen. Wir machen drei Zaubertische. Hier kommt was anderes rein. Das habe ich gerade so entschieden, weil drei ist ja auch erstmal ausreichend für uns. Und drei ist ja auch die magische Zahl, des 3M-Landes, nicht vergessen. So. So ist es fast korrekt. Nö, ist sogar komplett korrekt. Und ich glaube, wir haben schlechtes Wetter heute in hier in Emeraldien. Ach ja, die alte Heimat Emeraldien, ne? So, das ist dann hier gleich. So, ne? Nein. So natürlich. Und dann kommt hier das Dreieck rein. Das hatten wir ja hier auch so gemacht. Die schlechte Wetter in Emeraldien kommt selten vor, aber es kommt vor.
So ist richtig. So, so, so. Moment. Dann können wir hier im Grunde keinen Durchgang machen, ne? Ach, jemine. Oh, jetzt klart es auf oder es wird dunkel? Eins von beiden. Ich glaube, wir gehen mal pennen. Oh Gott, was für ein Tag. Oh ja, wir können schlafen. Entweder ist gerade Gewitter, dass es ein Blitz war. Alles möglich, ne? Aber Moment, jetzt sollten wir vielleicht eine Werkbank machen. Verdammt, ich habe gar kein Holz dabei für eine Werkbank. Und da haben wir nur drei Klötze, oder? Eins, zwei, drei. Gottens Lager. Wir brauchen ein bisschen Holz. Wir brauchen ein wenig Bauholz. Und Bauholz ist da in Hülle und Fülle vorhanden. Und deshalb gehen wir da jetzt hin. Seht ihr hier die Gehege? Die sind alle ein bisschen klein. Die müssen auf jeden Fall größer werden. Ach, das Wetter ist nicht wirklich besser geworden, obwohl wir geschlafen... Oh. Obwohl wir geschlafen haben. Was ist denn das hier vom Käse? Und hier spawnen immer gerne Monster, wenn so ein Wetter ist. Ich hoffe doch mal nicht, oder? Steht im Bett rum. Ich glaube, wir nehmen uns das Holz hier mit. Schwarzeiche. Eins, zwei, drei. Oh, es ist Nacht. Da steht ein Bett, habe ich gesagt. Gute Nacht. Hä? Ach, die Nachtuhr schlägt an, weil es dunkel ist. Verdammt. Was für ein Wetter in Emeraldien. Ist es Gewitter oder so? Oder hier sind einfach nur wieder verschiedene Biome. Das kann auch sein. Manchmal spielen die Götter verrückt. Heute zum Beispiel. Nehmen wir uns das Holz mal mit hier. So, Schwarzeiche. Da brauchen wir erstmal einen von, um uns eine Werkbank zu machen. Genau. Eine Werkbank. Zack. Ganz schön viel Schwarzeiche mitgenommen, ne? Ziemlich optimistisch, der gute Herr Zeron heute wieder mal. Mal sehen, ob wir das alles verbauen. So, jetzt machen wir uns nämlich Treppenstufen. Und zwar machen wir uns erstmal normale Steine. Dann machen wir uns Treppenstufen. Ja, können wir gebrauchen. Die dann nach innen führen, ne? Genau. Und da gehen wir ja dann hier wieder runter, hatten wir gesagt, ne? So, zack, zack, zack. Zack, zack. Dann haben wir hier den Eingang. Ah, deshalb. Okay. Wir haben hier den Eingang. Das machen wir auch nochmal hier. Aber hier werden wir dann noch schon Netherstein verbauen. So. Hier kommen normale Blöcke rein. Ja, hier setzen wir normale Blöcke rein. Das wird später eine Ecke, die man sowieso wahrscheinlich nicht mehr sieht. Und wir brauchen Stein. Ich glaube, ich muss dann nochmal Stein besorgen. Aber ich könnte auch sein, dass ich in der Botschaft noch Steine habe. Und wir haben natürlich auch den Stein hier. Den dürfen wir nicht vergessen. Den wir ja aus dem Nether geholt haben. Was ihr nicht sehen konntet. Hahaha. Nicht lustig, ich weiß. Und hier geht es nämlich gleich wieder runter, Gunther. Also hoch und runter. Immer wieder. Auf und nieder. Und dann würde ich hier nämlich gleich Nether-Ziegeln reinsetzen als Treppe. So. Wie sieht denn der Block eigentlich aus, wenn man den verkehrt rumsetzt? Unspektakulär, sagt ihr? Könnte sein. So, also gehen wir hier hoch und wieder runter. Alles klar. Hoch und wieder runter. Und ich würde schon sagen, dass wir hier dann unsere Ebene hinmachen, wo wir das Ganze ausbauen. Da kommt natürlich jetzt wieder die Frage, wie gestalten wir den Fußboden? Soll ja ein Keller werden, hier so eine Art Keller. Wir könnten natürlich dann gleich sagen, dass wir hier diese... Ja, ich würde den schon ganz gerne offen machen, den Keller. Hätten wir hier so auch noch so Ecken? Hier hätten wir überall noch so Ecken. Okay, hier müsste ja dann das raus, ne? Zack, raus. Und hier wieder rein. So, ne? So im Grunde. Wir könnten auch hier noch für den Geheimraum, der hier jetzt ja entstanden ist, dadurch. Hier ist ja sozusagen ein geheimer Raum entstanden, unglaublich. Warte mal. Das ist noch von irgendeinem Ast, den ich, von irgendeiner Pflanze, die ich gefällt habe beim Besorgen von Sand. Da sind ja immer diese Wüstenpflanzen, wenn man die aberntet,
kommt das immer bei raus. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Kellerraum. Und da könnten wir dann theoretisch hier und hier eine Tür reinmachen, oder? Müsst ihr schon mal sagen, das ist schon richtig, was ich da von mir gebe. So, und hier haben wir die Nischen. Naja, sehr gut. Fußboden müssen wir uns noch ausdenken, wie wir den machen. Wir könnten den natürlich aus Sandstein und eventuell, mal sehen, wie das aussieht. Ich glaube, die sind aber ziemlich schlicht. Ja, die sehen so aus. Das ist nicht das, was ich mir ungefähr vorgestellt habe. Oder wir machen hier, Fußboden aus dem Holz rein, was wir mitgebracht haben. Es wäre ja, würde ja allen Sinn der Welt ergeben. Okay, dann müssen wir das hier alles rausbuddeln. Und machen hier Schwarzeiche rein. Das lässt das Ganze dann noch ein bisschen dunkel und bedrohlich wirken. Oh, das war einer zu viel. Ja gut, das machen wir. Schwarzeiche wird hier verlegt. Einfach weil sie dunkel und bedrohlich wirkt. Das soll sie ja auch. Natürlich hätte man hier auch Steinfußboden nehmen können, aber ich glaube, wir nehmen mal Schwarzeiche. Gute Idee. Das heißt, das muss alles raus. Ja, ihr seht schon, meine Schaufel ist jetzt nicht besonders effizient oder so. Ist sie nicht. Gut, dann müssen wir oben uns noch was überlegen für den Eingangsbereich. Und da hatte ich eigentlich was Besonderes vor. Für den Eingangsbereich. Das wäre dann hier, ne? Hier wäre unser Eingangsbereich. Genau. Wartet mal, da könnten wir ja theoretisch sagen, machen hier 1, 2, 3, 4, 5 oder auch nur so und so. Und hier könnte man ein Netherportal reinsetzen als Eingang. Wenn man schnell durchrennt, kommt man tatsächlich rein. Wenn nicht, dann hat man so ein bisschen gelitten, dann kommt man nicht rein, sondern landet im Nether. Und wir haben ja noch entweder in der Botschaft oder auch da hinten im Lager haben wir noch Netherquarz. So, wie hoch muss denn der Eingangsbereich selbst werden? 1, 2, 3, 4. Mal gucken, wie das von der Höhe aussieht. Nur erstmal die Höhe. Ja. 4. Ja, schon nicht schlecht. Allerdings könnte man natürlich sagen, man macht das jetzt hier dahin, dass es hier passt. Mit den Mauerabgrenzungen. 2, 3. 4, 5. 6. Zu hoch. 2 runter. So, 2 runter. So, und dann brauchen wir hiervon ein bisschen was. Ja, dann wäre das schon mal symmetrisch. Das wäre dann schon mal symmetrisch, okay. Ich gehe mal kurz hier hoch. Man muss ja erstmal irgendwie anfangen. Irgendwie muss man ja erstmal beginnen. 2, 3, 4. So. Dann gehen wir hier auch noch rüber. Das machen wir auf jeden Fall so. Und es kann sogar sein, dass wir da noch ein bisschen reinziehen müssen. Oh, runter und wieder hoch. Hin und wieder zurück. Kennt ihr ja das alte Spiel. So, dann kämen wir hier noch einen Balken hin, ne? Genau. Und hier können wir jetzt ja... Dann hat das nämlich schon mal so eine gewisse Teilsymmetrie. Das gefällt mir schon mal. Können wir da jetzt auch irgendwie Fenster reinsetzen? Bestimmt kriegen wir das hin, ne? Wir nehmen einfach den Stein wieder. Weil den haben wir schon mal verwendet. Nein. Aber vielleicht können wir da was anderes Schickes machen. Erstmal nur so zum Beginn.
Ja, hier setze ich so einen Rand rum, das ergibt sich dann außen, innen dann als schöne Wandkante, Wandkanter. Und ich hatte gesagt nach innen, ne? So, mal gucken. Und die Lampen leuchten, weil das Wetter so schlecht ist. Ja. Und oben kommt nämlich dann ein großes Ganzes nochmal rüber. Ja, doch, doch. Oder man sagt halt, man setzt sich jetzt hier schon mal einen rein. Das würde natürlich auch gehen. Hier für den Türbereich. Oh, jetzt reicht's aber, ey. Es wird ja immer dunkler. Ha, unglaublich. Ja, Zeit ist auch rum. Habt ihr recht. Daran kann es liegen, dass die Aufnahme jetzt rum ist. Oder man sagt halt, man macht hier oben Netherstein schon mal. Oh, Mist. Netherstein rein. Ja, ja, ja. Die lassen sich abbauen wie nichts Gutes. So. Wenn wir hier Netherstein reinmachen stattdessen. Ich habe genau einen dabei gehabt, das ist ausgezeichnet. Hui, ihr habt da gesehen, fast da reingefallen. So, passt mal auf, Freunde. Wenn wir hier jetzt stattdessen Netherstein reinsetzen, dann können wir das ja auch so lassen, ne? Ja. So, und dann kann man ja sagen, zum Beispiel, man nimmt hier die Stufen und macht mal ganz locker flockig den hier. Das wäre die billigste Variante, aber es geht auch viel schöner. Ach, wartet mal, ich glaube, es sieht noch cooler aus, wenn wir dafür Steinstufen nehmen würden. Wie sehen das aus? Wie sieht denn das aus? Nee. So wollte ich es auch nicht machen. So wollte er es nicht machen. Aber ich... Ja. Wartet mal. Nochmal was ganz anderes ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Ist ja immer mein Reden, ne? Wenn wir es hier so machen. Hinfort mit euch. Da sind sie. Okay. So, passt mal auf. Wenn wir das so machen. Quatsch. Hätten wir hier ein Doppelfenster. Alles einsammeln. Nicht vergessen. Nein. Oh ja. Irgendwann muss es ja passieren. Irgendwann muss es ja passieren. Nochmal einmal weg, ganz schnell. Ich glaube, dieses... jetzt habe ich die ohne Ende Netherstein abbauen lassen. Und wenn ich den jetzt nicht verwende, dann sind sie aber sauer. Und womit? Mit Recht. So. Okay. Alles nicht darunter fallen. Und was essen nicht vergessen. Oh, wir müssen uns noch was zu essen holen. Ne, gefällt mir auch noch nicht so. Aber wir werden da schon was Schönes finden. Ich würde sagen, dann morgen in der nächsten Folge. Also, Tor wird weitergebaut. Hier wird weitergebaut. Was ich eigentlich vorhatte, war auch noch, noch was ganz anderes. Ich wollte hier runtergehen. Und ich wollte eigentlich das hier so gestalten, als wenn das so Stufen wären. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt, machen wir mal den hier. So natürlich nicht. Dass man hier im Grunde wie so kleine Tribünen hat, dass man hier so runter geht. Vielleicht müsste man das auch mit Halbstufen machen. Dass man das mit Halbstufen dann so hochsetzt. Ich hebe erstmal hier den Fußboden aus und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Hier mit unserem Haus der Magie. Und dass es noch wirklich magisch wird, dafür werden wir sorgen. Auf jeden Fall hier mit den Ecken, das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Und ja, ich glaube, es wird irgendwie. Und bis dahin sage ich, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Qual. Euer Opa Zeron.